Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen. Diesmal ist es wieder etwas mehr, viel mehr. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit meinem Drinks an, davon habe ich schon ein paar angefangen. Und wir werden uns auf jeden Fall noch mehr bestellen. Und dann kann ich euch schon mal sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Das hatte ich ja schon im einen oder anderen Livestream erwähnt. Grüner Tee, Limette. Das ist so dunkelgrün. Ja. Vom Namen her war ich am Anfang nicht so begeistert. Grüner Tee, Limette. Limette, ja, grüner Tee. Und jetzt ist schon eigentlich fast alle. Und ich habe sie für meine Freundin geholt, weil die sagt hat, koste mal, das schmeckt bestimmt lecker. Und war auch wirklich, wirklich lecker. Ah, jetzt habe ich Brasilien Sun vergessen. So, dann Waldmeister für meine Freundin bestellt, weil die mag Waldmeister. Ja, man kann es trinken. Also mir schmeckt es jetzt, ja, ich trinke es auch, aber ist jetzt nicht mein Favorit. So, Lemon Lime. Mir schmeckt's. Ist so wie Waldmeister, also so vom Level her wie Waldmeister. Also man kann es trinken, naja, vielleicht ein bisschen besser als Waldmeister. Meine Freundin sagte, das schmeckt wie Klostein. Finde ich jetzt nicht. Ist auch grün wie Waldmeister. Nee, Waldmeister sind krasses Grün, richtig krasses Grün. Aber das ist genauso grün wie Kaktusfeige. Und das ist so kackbraun. Ja, das, so wie ihr da seht, so ist das auch wirklich. Dann haben wir hier, das ist noch zu. Banane Kirsch. Also Kiba, das haben wir noch nicht probiert. Oder? Ne, nur gerochen haben wir dran. Also da bin ich mal gespannt, da kann ich noch nichts sagen, wie es schmeckt. So, dann Pfirsich Maracuja für meine Freundin. Das ist auch noch zu, da haben wir noch nicht mal dran gerochen. Kann ich auch noch nichts zu sagen. Preiselbeerlimette. Ich dachte, Mensch, das ist so schön sauer, weil meine Blaubeere gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber es gibt die Blaubeere nicht mehr zu bestellen. Ich kotze die ganze Zeit ab. Ich versuche die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich drauf bin oder bei Amazon gucke ich, ob es Blaubeere gibt, dass ich mir gleich zwei, drei Sachen, zwei, dreimal mit mal bestellen kann, dass ich Luft habe, bis es wieder alle ist. Es ist sauer. Aber es kommt nicht an mein, also es ist auch lecker, aber es kommt nicht an meine Blaubeere ran. Leider. So, dann haben wir die jetzt alle. Bei nächsten Monat also diesen Monat, werde ich auf jeden Fall nochmal Grüntee Limette bestellen. Kaktusfeige habe ich noch. Meine Freundin mag auch diese Brazilian Sun. Das schmeckt so ein bisschen wie Fanta, wo. Aber ein bisschen Nachgeschmack, aber kommt an Fanta sehr nah ran. Und dann haben wir noch ein paar Geschmäcker, die wir noch nicht probiert haben. Dann müssten wir alle durchhaben. Also da werde ich auf jeden Fall noch mal was bestellen. Und ich werde jetzt ab sofort auch, habe ich meiner Freundin gesagt, die Flaschen aufheben, ausspülen, aufheben und dann wegstellen, dass ich dann, wenn ich alle durchgetestet habe, noch mal so ein Fazitvideo machen kann, was mir davon geschmeckt hat. Dann habe ich mir wieder Amazon-Karten geholt. An der Tanke und bei Netto. Und dafür habe ich mir dann das hier gekauft. Das Rode PSA 1. Sieht man da scheiße? Da sieht man es. PSA 1 für mein Mikrofon, weil ich habe jetzt die PC-Ecke. Das werde ich nachher unboxen. Da kommt ein richtiges Unboxing noch dazu. Und dann habe ich bei Devolo wieder bestellt. Weil ich will ja meine, habe ich ja dem einen oder anderen erzählt, dass ich mein Home Entertainment System, nee, Home Control System ein bisschen erweitern will. Und, achso, lassen wir mal hier drin, dann kann ich es vernünftig wegstellen. Und da habe ich mir einmal eine Steckdose bestellt. Ja, seht ihr das? Ja. Die will ich nämlich im Schlafzimmer, ach, im Badezimmer, ach Quatsch, im Badezimmer, in der Küche ranmachen für die Waschmaschine, dass ich, wenn ich unterwegs bin und ich habe, und der Wassersensor springt an, dann kann ich die dann ausschalten. Dann habe ich mir einmal bestellt Home Control Tür Fenster Kontakt. Seht ihr das?
Und dazu auch noch mit der Heizung. Das mit der Heizung kommt, weil ich habe ja jetzt im Wohnzimmer dran, das kommt ins Schlafzimmer dran. Und dann werde ich mir nach und nach noch für Küche und für Badezimmer das bestellen. Wobei in der Küche und im Badezimmer weiß ich noch nicht, wie ich den Türfensterkontakt da vernünftig montieren soll. Weil bei mir ist, geht der Rahmen rein und dann ist hier das, dann, da ist nichts großartig. Da muss ich gucken, ob, wie das geht, weil das ist ja auch gleich Tapete. Ja, das war doch soweit, würde ich sagen. Dann fange ich jetzt gleich mal an mit dem Unboxing vom PSA 1. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und wenn ihr Bock habt, guckt da gleich noch das PSA 1, das Unboxing. Ich bin dann erstmal weg. Achso, da kommt noch ein PlayStation 4 Standfuß, habe ich mir noch bestellt. Das dauert aber, bis der kommt. Und da wollte ich jetzt nicht warten. Da will ich nochmal ein extra Video zu machen, ein Unboxing zu dem Teil. Und dann, weil der ist, der hat eine Besonderheit, der ist für die PlayStation, für die normale PlayStation habe ich ja schon gemacht. Und der ist jetzt für die PlayStation 4 Pro und Slim. Und dann erkläre ich dann alles in dem Video. So. Und dann werden wir doch gleich anbauen an die PlayStation 4 Pro. So, das war's aber jetzt auch wirklich. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.